Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit einem Ölwechselkanister von Liquimoli. Und zwar die verbesserte Version, Leute. Und die haben sich wirklich nice Gedanken gemacht, warum das jetzt besser ist als vorher. Erstmal Fassungsvermögen, 10 Liter hat sich nicht geändert. Separate Entlüftungsschraube hat sich nicht geändert. Ist passend für Pkw und Motorräder. Die Maße sind 57 zu 32 zu 13. Das heißt also für den umweltschonenden Do-It-Yourself-Ölwechsel ohne Hebebühne. Okay? Das Ding rockt, weil damit können wir so richtig gut was anfangen. Die Easy-Peasy-Heit beim Ölwechsel ist nämlich dort gegeben mit diesem schönen Kanister. Wenn ihr nämlich hingeht und die Ölablassschraube zum Beispiel wie diese hier ausdreht, dann kommt das Öl rausgeschossen. In Fahrzeugen so, ja, meistens so 3 bis 5 Liter Öl. Das heißt also, mit diesem Teil hier können wir 2 Ölwechsel stattfinden lassen. Ecotanica heißt er. Der Ölwechselkanister. Es ist ein sehr nices Produkt, ich sag's euch. Warum? Weil wir damit so richtig geil und umweltschonend unseren Ölwechsel abhalten können. Es ist praktisch, schnell und umweltschonend. Es passt unter jedem Pkw und jedes Motorrad, außer natürlich die super tiefer gelegten mit Hydraulikfahrwerk oder so, ne? Oder Luftfahrwerk. Den vollen Kanister bei einem Altölannahmestelle danach einfach entleeren. Wir müssen den nicht wegschmeißen, denn wir können ihn entleeren. Und vor dem Ölwechsel beide Flügelschrauben herausdrehen, den Ölwechselkanister mit der Vertiefung unter die Ölablassschraube schieben. Und dann heißt es, ja, los geht's. Für Transport und Lagerung des Ölwechselkanisters sollten wir ihn natürlich dann wieder verschließen. Also ihr seht, es ist sehr simpel und einfach. Und jetzt kommen wir zu den Verbesserungen. Also erstmal Ölschraube, ne, ist manchmal so angesetzt oder so. Ne, hier ist dann der Ölreservoir, dann schraubt man das los. Und bevor man dann das da hineindöppelt, wird natürlich hier, werden die Luken geöffnet. Die erste Verbesserung fällt mir auf hier ist, wir haben ein größeres Verschlussfreundchen, weil vorher war genau die gleiche Größe wie hier angesagt. Und diese beiden rausdrehen, mindestens öffnen. Den solltet ihr rausdrehen und den solltet ihr mindestens anziehen, öffnen, weil Druckausgleich. Und dann ist es hier da. Das ist die absolut geile Verbesserung. Warum? Wisst ihr, wie oft mir das schon passiert ist? Vielleicht sieht man es nicht so ganz in meinen Videos bei den Ölwechseln, aber es ist mir schon bei fast jedem Auto passiert. Ne, ihr dreht das los, also entweder ist ja hier, hier oder da drüber. Und was passiert dann? Dann kommt das Öl da raus. Und dann geht die Ölablassschraube mit runter und plopp ist da drin. Und beim vorherigen Modell war das so, dass die nicht hier durchgegangen ist. Das heißt, wir hatten diese Größe hier, plopp, dann hing die da. Und was hat sie getan? Sie hat es verstopft. Und dadurch kam das Öl in einen Rückstau. Das hat Liquimoli gemerkt, weil bei vielen Menschen das passiert sein wird und hat jetzt die Öffnung größer gemacht. Okay? Und natürlich ist es doof, wenn die Öffnung größer ist, weil dann unsere Ölablassschraube dort hineinplumpsen kann. Ne, seht ihr? Ne, die kann da reinpassen. Und deshalb gibt es da ein kleines Sieb davor und dann kann die da reinfallen, macht aber jetzt keinen Ärger mehr, weil die kann ja, hier ist genug Platz, damit das Öl trotzdem noch weglaufen kann. Und nach getaner Entölung können wir das dann herausziehen und fertig. Außerdem ist es ein richtiger Vorteil, so könnt ihr nämlich dann hier mit Bremsenreiniger drauf sprayen. Das läuft dann auch noch in die Ölwanne weg. Wir können das abmischen und dann haben wir die saubere Ölablassschraube in der Hand. Super geil. Das haben die sehr nice gemacht. Sehr sinnvoll, weil jetzt fällt nichts mehr ran. So, das heißt also, rein damit, danach auswaschen mit Bremsenreiniger, also mit einem entfettenden Zeugs. Und dann heißt es hier Gummidichtung immer mal wieder kontrollieren, ob die noch in Ordnung ist. Und dann heißt es natürlich hier zudrehen. Ne? Das heißt also, wir drehen es so weit zu, bis eine Dichtigkeit da ist. Zack. Und das gleiche hier bei dem zweiten gilt es auch. Immer die Gummidichtung checken und reindrehen. Und dann können wir damit zum Ölentsorger gehen. Und der Ölentsorger macht Folgendes. Der dreht hier unten auf und
hier kommt das Öl dann raus. Ne? Gluck, gluck, gluck. Natürlich beim Entleeren auch hier oben mindestens anziehen, ne? So dass man da eine Entleerung stattfinden lassen kann. Also ihr seht, wir können die ganzen Dichtungen nachkaufen. Das heißt, wir haben eine lange Freude an diesem Produkt, weil wir die Dichtungen nachkaufen können. Das sind Standard-Ohrringe, die wir dort benutzen können. Auch hier oben ist nochmal einer drin und damit kann man echt was richtig Gutes bewirken. Und zwar den Ölwechsel selber machen. Easy peasy. Das ist der Ölwechsel leicht gemacht. Ecotanica. Ölwechsel kann es davon, Liquimoni. Und einen besseren habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Mein Alter war noch gar nicht kaputt, nur mal so nebenbei. Der ist aber weggeschwommen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss.